Ja, hallo Leute, hier wieder euer Toso mit einem neuen Game, nämlich The Cursed Crusade. Ist neu auf dem Markt und hab's natürlich wieder gleich einmal mitgenommen zum Anzocken. Schauen, was da auf uns zukommt. Es soll ja recht toll sein, aber wir machen uns da unser eigenes Bild. Dann schauen wir mal rein, was da auf uns zukommt. Die Solo-Kampagne, wir werden da eine Stufe höher stellen, das kann ja nicht schlecht sein, und mit der Mission beginnen. Ja, ich habe Rezensionen gelesen, wo der Kampfmodus als recht gut beschrieben wird, man kann sich ziemlich gut leveln, und ja, Story-Hintergrund ist halt die Zeit der Tempelritter und der Kreuzzüge. Ja, müsste eigentlich gut kommen. Die Grafik soll nicht so gut sein, aber wir werden das ja gleich sehen. Aber wieder mal was anderes als nur Shooten. Mein Name ist Jean de Bay, ein Ritter des Templers. Dies ist der Winter 1198. Es ist nun 8 Jahre her, dass ich aus Frankreich aufgebrochen bin, mein Land, mein Schloss, meine Familie zurückgelassen habe. Ich frage mich oft, warum bin ich Richard Löwenherz hierher gefolgt? In jenen Tagen war er ein junger und charismatischer König. Ich nehme an, wie viele andere auch, war ich fasziniert von seiner Vorstellung des Heiligen Landes und dem Versprechen bedingungsloser Erlösung. Aber das Heilige Land entsprach nicht wirklich Richards Vision. Und die Erlösung schien sich immer unserem Griff entziehen zu können. Der Kreuzzug konnte seine Versprechen nicht erfüllen. Doch war es mir gelungen, mein wahres Ziel zu erblicken. Befreiung. Befreiung für mich und meine Blutlinie. Jean, nicht mehr lange und wir werden überrannt. Die Befestigungen des Krak wurden durchbrochen. Ich habe Sie gewarnt, Martin. Dies ist eine mächtige Festung, aber bezwingbar. Heute mögen die Söhne Saladins Erfolg haben, woran ihre Väter viele Male gescheitert sind. Dennoch, diese Festung ist von geringer Bedeutung. Hast du es bei dir? Würde ich dich sonst inmitten dieser Unruhe aufsuchen? Hier. Ich weiß, dass es in deinen Händen besser aufgehoben sein wird. Ich werde diese Soldaten bis zum Ende kommandieren. Du musst unsere Aufgabe weiterführen. Brich jetzt auf. Martin. Ich kann dich nicht zurücklassen. Unser Kodex verbietet es. Du musst es zu Ende bringen. Ebenso wie ich. Gemeinsam werden wir nicht scheitern. Sei kein Narr. Es ist meine Pflicht zu bleiben. Von dir hingegen weiß ich, dass du unsere Mission siegreich zu Ende bringen wirst. Du ehrst die Templer mehr als jeder andere. Nimm den Fluchtgang im Südosten. Saladins Männer haben ihn noch nicht gefunden. Du wirst ohne Probleme entkommen können. Danke, Martin. Ich werde Erlösung finden. Für uns beide. Und für meinen Sohn. Wenn dein Sohn nur die Hälfte von dir geerbt hat, ist er ohne jeden Zweifel der Erlösung würdig. Geh mit Gott, alter Freund. Leb wohl. Nein, wir werden uns wiedersehen. In Frankreich. Da ich noch nicht erlöst bin... mögen mich die Flammen der Hölle segnen. Wow, Leute. Ja, kommt ja recht gut bis jetzt. Aber wie ihr seht, ja, die Grafik lässt ein wenig zu wünschen übrig. Ist nicht der neueste Stand, den wir da haben. Aber, ja, was soll's denn? Die Story kommt ja schon gut rüber und bin ja gespannt auf den Sohnemann. Und der andere Typ, der, ja, da kommt ja noch ein Weggefährte hinzu, so viel ich das sehe. Doch zurück, wo die Geschichte beginnt. Tausende Meilen entfernt im französischen Königreich wartet meine Familie auf meine Rückkehr. Als ich nach Jerusalem aufbrach, erhob mein Bruder, verflucht sei sein Name, unberechtigten Anspruch auf mein Schloss und Gut. Nur meinen Sohn konnte er mir nicht nehmen. Denz. Wenn Denz erhobenen Hauptes ist, dann weil er das Kreuz der Tempelritter trägt. Dieses Gewand ist alles, was von mir übrig blieb. Es ist mein Vermächtnis. In diesem Jahre 1199 bleibt mein Streben unerfüllt. Was Denz betrifft, seine Aufgabe liegt noch vor ihm. Was ist hier geschehen, armer Mann? Warum muss Gott immer die Schwachen strafen? Gott hat damit nichts zu tun. Wer sind diese Männer? Die Diener des Teufels. Doch es gibt einen weiteren Helden. Sein Name ist Esteban Noviembre, ein Spanier aus der Krone Aragon, zweimal so alt wie mein Sohn. Er ist ein schlauer, meist verlässlicher Mann. Noch hat er nicht erkannt, dass sein Schicksal mit dem meines Sohnes verflochten ist. Er hat eine besondere Gabe, sich und seine Gefährten in Schwierigkeiten bringen. Ah, Esteban. Es hat 3 Tage gedauert, aber endlich haben wir dich. Was hast du geglaubt, wie weit du mit unserem Anteil der Beute kommst, du ehrloser Bastard, hä? Recht hast du, Hombre. Ich bin ehrlos. Aber weißt du was? Im Gegensatz zu deiner Mutter hat meine bei der Arbeit immer ein Gewand getragen. Unglücklicherweise teilt mein Sohn das Talent, sich in Schwierigkeiten zu begeben. Das Dorf ist besiegt, Herr von Montferrat. Es gab kaum Gegenwehr. Exzellent, Balduin. Und die Kirche? Unberührt. Sie befindet sich da drüben, Herr. Was haben wir denn hier? Einen Tempelritter! Könnt ihr den Kreuzzug nicht finden, erlauchter Sohn? Templer! Pah! Sie sind Priester mit hübschen Gewändern! Ich wette, er schwingt das Schwert wie ein Bauer! Okay Leute, ich denke hier machen wir einen dramatischen Schnitt und wir haben das Intro gesehen, es kommt ja recht gut rüber am Anfang und ich hoffe wir sehen uns gleich wieder, wenn wir da jetzt ein paar von den bösen Buben slashen werden. Okidoki, wünsche euch noch einen schönen Abend, euer Toso. Bis gleich.